Okay, wo holzen wir denn mal den Baum ab? Ich weiß es gar nicht. Wir haben ja auch gar keine mehr, gell? Da oben hätten wir noch was. Ich glaube, das sind noch Rückstände von einem anderen Baum. Ja, da war ich auch wieder ein bisschen still gerade. Tut mir leid. Wo soll ich denn jetzt das Holz klauen? Ach, da hinten haben wir einen Baum. Schön. Oh, guck mal, da kann man doch nicht verzichten hier, hä? Zack, einfach mal alles hier mitnehmen. Ja, da habe ich echt Bock drauf. Wenn man hier einfach die Felder so sieht, einfach mal abernten. Ist immer recht nice. Auch wenn die Villager das eigentlich ja selber machen sollten. Aber ich bin eigentlich froh, wenn sie es nicht machen. Weil die behalten das Zeug ja, beziehungsweise es wird ja gelöscht. Eigentlich zumindest. Weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber eigentlich wird das ja gelöscht und das ist dann doch ziemlich schade. Denn wenn ich das Zeug gebrauchen könnte für meine Zwecke, ja, dann löschen die das einfach. Das geht ja gar nicht. Da kann ich ja gar nicht mehr egoistisch sein, Mensch. Und das wollen wir ja nicht, ne? Dass das passiert. So. Ich esse mal kurz was und guck mal auf meine Themenliste. Was steht da? Okay. Ich wollte mal zu der aktuellen Flüchtlingssituation was sagen. Und zwar wird sich zurzeit sehr, sehr häufig beschwert, egal wo. In unserer Gesellschaft zumindest, dass halt so viele Flüchtlinge nach Deutschland geholt werden. Ich muss sagen, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, wie das alles so gekommen ist. Ich habe das erst mitgekriegt, als halt so voll und ganz eskaliert schon war. Da habe ich dann so gefragt mich, hä? Was ist eigentlich los? Beziehungsweise ich habe halt den Hinweis bekommen, boah, das ist ja krass mit den Flüchtlingen. Was sagst denn du dazu? Und ich habe dann so gedacht, was? Nee, weiß ich gar nicht. Echt mal, ich habe das nicht mitgekriegt, weil ich bin ein Mensch. Ich höre mir keine Nachrichten an, beziehungsweise ich guck mir keine an. Weil meistens berichten die nur Scheiße. Ganz oft. Nur irgendwas langweiligen, irgendeinen langweiligen Scheißen. Deswegen will ich einfach nicht jetzt sagen, ich guck mir täglich die Nachrichten an oder höre sie mir an. Weißt du, das ist halt das Problem. Weil ich wirklich viel zu oft keine Zeit dafür habe und auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, ohne Witz. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass mir das am Arsch vorbeigeht, was da passiert, alles. Aber ganz oft wird nur Scheiße gelabert. Und da hatte ich irgendwann einfach keinen Bock mehr. Und auch keine Zeit mehr. Und mir gingen andere Dinge einfach vor. Muss ich ehrlich sagen. Mir gehen andere Dinge vor. Ich habe keinen Bock mehr gehabt auf diese ganzen Nachrichten und bla. Und ja, da habe ich das natürlich dann erst sehr, 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 sehr spät mit den Flüchtlingen mitgekriegt. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, wie sich das alles entwickelt hat. Und ja, das nervt natürlich dann, wenn alle anderen aufgeklärt sind, nur du selber nicht. Und du weißt überhaupt nicht, was los ist. Und ach, guck mal, stimmt, da hinten hat man ein anderes Biom. Ich erinnere mich, das hatten wir ja gefunden letztens. Sorry. Hab mal kurz hier noch Dings, ne? Getrunken. So, guckt euch das an. Mann, das ist ja ein richtig nicer Berg. Auf jeden Fall, ja, die Flüchtlingssituation ist ja echt ein bisschen eskaliert. Vor allem diese Nachrichten, ne? Ich weiß nicht, als ob ich mich jetzt hinsetze und jeden Tag Nachrichten höre oder gucke. Vor allem, die erzählen ja auch immer nur dasselbe, ja? Das ist ganz oft so, dass die immer nur dieselbe Scheiße bringen. Und das ist so langweilig, einfach nur. Alter, so langweilig.
Ah, ich weiß nicht, da geht mir einfach YouTube und so geht mir da einfach vor, dass ich das alles auf die Reihe kriege. Weil das kriege ich halt auch ganz oft überhaupt nicht hin. Und diese klassischen Nachrichten habe ich echt nicht mehr so geguckt, so verfolgt. Und ist natürlich schon krass, was da abgeht mit den Flüchtlingen so. Wenn man dann einmal hinhört, dann hört man halt hin. Ich habe mir auch ehrlich gesagt schon abgewöhnt, bei den Nachrichten im Radio hinzuhören. Da habe ich schon automatisch mir angewöhnt wegzuhören. Und, Mann. Dann habe ich auf jeden Fall mir so gesagt, das geht mich jetzt alles den Arsch an, das will ich nicht mehr wissen. Und ja, jetzt mit den Flüchtlingen. Ich weiß überhaupt nicht, was soll ich zu den Flüchtlingen sagen. Es wird sich halt überall nur noch beschwert, ja, wir werden viel zu viele von Ausländern und bla. Aber Leute, ganz ehrlich, mir ist das scheißegal einfach nur. Ob jetzt da Ausländer rumlaufen oder nicht. Dieses ganze Gehabe da, oh nee, wir müssen unbedingt jetzt hier, die können nicht all zu uns, wir können nicht all durchfüttern. Ist natürlich schon richtig und wichtig, aber nervt mich nicht mit dem Scheiß. Alter, macht das bitte so, dass es nicht ständig irgendwo in den Nachrichten kommt oder auf Facebook oder sonst wo. Weil ich möchte das einfach nicht. Ich möchte einfach nicht den ganzen Tag mit dieser Scheiße bombardiert werden. Und wer weiß, wie lange die Scheiße noch läuft, ja. Ich möchte das einfach nicht mehr, ja, in meinem Umfeld haben, dieses Thema. Ich meine, wenn ich mir mein eigenes Bild machen möchte darüber, dann mache ich mir das. Ich will aber nicht die ganze Zeit damit bombardiert werden, obwohl es mich überhaupt nicht juckt. Ja, es juckt mich halt nicht. In meiner Stadt waren sowieso immer schon Ausländer. Gut, jetzt nicht so viele, aber halt ein gewisses Maß an Ausländern. Und ich meine, für mich ist das jetzt nichts Unnormales. Wenn da mal welche rumlaufen. Und, ja, da sollen sie mich in Ruhe lassen, wenn es jetzt ein paar mehr werden. Ich meine, meine Stadt ist da wahrscheinlich eh nicht so davon betroffen. Beziehungsweise meine Region allgemein. So. Ja, okay. Alter. Alter, was war das denn jetzt? Ich habe zu lange nicht aufgenommen. Ich merk's schon. Ich komme überhaupt nicht mehr klar mit langer Reden und so. Ja, auf jeden Fall wäre es das jetzt erstmal gewesen von dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beziehungsweise schreibt mal eure Meinung dazu. Ist es jetzt immer noch so schlimm, wenn das Video kommt, oder hat sich's irgendwie beruhigt, oder haben die da eine Lösung gefunden? Würde mich mal interessieren. Ich hab's wahrscheinlich eh nicht mitgekriegt, also wenn ihr mir das schreibt, erfahre ich das dann erst. Ja, wahrscheinlich. Nee, also muss ich mal gucken. Also, ich weiß nicht, ob ich mal die Nachrichten wieder mehr verfolge. Zurzeit habe ich halt mega wenig Zeit, aber jetzt ab nächste Woche, also für mich nächste Woche jetzt, habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Da habe ich ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden mehr pro Tag. Und das ist schon viel. Weil ich dann aufhöre, die täglichen Serien wie zum Beispiel Stranded Deep zu gucken. Ich habe halt zum Beispiel Stranded Deep, das Let's Play, durchgeguckt von Gronkh. Da habe ich mir halt so geschworen, neben ein paar anderen Let's Plays noch von YouTubern, jeden Tag eine Folge von jedem. Und ja, heute werde ich dann endlich fertig mit diesen Sachen. Und deswegen habe ich dann jeden Tag eine Stunde länger Zeit. Ich habe das halt jetzt so ein Jahr lang so gemacht, dass ich jeden Tag halt das geguckt habe. Manchmal waren es auch 3 bis 3,5 Stunden. Das war aber nur in Ferien. Das war schon mega krass, wenn man sich das mal so überlegt. Und jetzt ist endlich Schluss damit. Deswegen habe ich jetzt halt, wenn man das mal hochrechnet, pro Woche schon 9 bis 10 Stunden mehr. Und das ist richtig viel. So. Ja, also 10 Stunden mehr, da kann ich einiges mit anfangen mit der Zeit. Und ja, aber ich werde natürlich jetzt auch nicht sagen, okay, die Zeit werde ich mit einer einzigen Sache füllen.
sondern ich versuche erstmal die Sachen, die ich halt bis jetzt nicht auf die Reihe gekriegt habe, dadurch, dass ich das halt gemacht habe, dass ich die jetzt erstmal verstärkt mache und jetzt nicht irgendwie wieder mir was Neues suche. Und oh shit, wir müssen was essen. Aber schleunig. Haben wir hier was? Ja, komm, Karotten. Ich will halt kein Zombiefleisch essen. Dafür bin ich mir zu fein. So. Okay, und was essen wir jetzt? Mensch, ich weiß es gar nicht. Ich nehme, glaube ich, einfach mal drei Steaks raus. Zack, 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 da ernähren wir uns mal wieder ein bisschen von Brot. So, Bernd das Brot, ne? Okay, wieder die besten Witze hier. Ja, krass, also, ist schon ziemlich heavy, was da manchmal so abgeht. Diese Aussprache manchmal von mir. Boah, ich muss mich auch jetzt echt ein bisschen zusammenreißen, dass ich hier noch den Rest schaffe der Aufnahme. Ich muss auch unbedingt mir mal angewöhnen, eher ins Bett zu gehen oder irgendwas. Ich schlafe in letzter Zeit so wenig wieder. Ich wollte eigentlich dieses Sommerferien mal nutzen, um so richtig viel zu pennen. Einfach so 10 Stunden jeden Tag. Boah, das wäre so ein Traum gewesen. Aber ich konnte einfach nicht. Es ging nicht. Was meinst du, wie, was das für ein Unterschied ist, ob du jetzt 6 oder 10 Stunden schläfst? Du hast einfach 4 Stunden weniger. Und die 4 Stunden sind so viel bei mir. So viel. Boah, Alter, diese 4 Stunden hätten die mir gefehlt. Ich hätte nichts, aber auch null und gar nichts auf die Reihe gekriegt. Aber ich wäre ausgeschlafen gewesen. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich überhaupt noch mal eine Phase in meinem Leben haben werde. Wann es jemals noch passieren sollte, dass ich mal 10 Stunden jeden Tag oder 9 Stunden zumindest jeden Tag schlafen kann. Das wäre mal richtig nice. Ich weiß nicht, wann das mal der Fall sein wird. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, demnächst zumindest erst mal 8 Stunden zu schlafen jeden Tag. Auch in der Woche vor allem. Und dann am Wochenende ist es natürlich immer das Problem. Ich persönlich mache meine Hausaufgaben immer Samstag früh sehr gerne. Und zwar um 7 Uhr stehe ich da schon auf und mache die Hausaufgaben, weil sonst habe ich einfach keine Motivation mehr. Und ja, wenn ich dann natürlich erst um 1 einschlafe oder so, oder 12:30, ist natürlich klar, dass dann man immer ziemlich geschafft ist. Aber das Problem ist halt, wenn ich dann um 10 erst aufstehen würde, dann habe ich einfach null Bock mehr auf irgendwas. Auf Hausaufgaben zumindest nicht. Deswegen muss ich das einfach so machen. Das geht gar nicht anders. Und deswegen muss ich wahrscheinlich dann die anderen Tage mehr dazu nutzen, länger zu schlafen. Ich werde auch heute mal versuchen, länger zu schlafen. Vielleicht schaffe ich ja heute mal, also heute ist Samstag. Heute bin ich auch wieder sehr früh aufgestanden durch die Hausaufgaben. Da versuche ich heute mal irgendwie 10 Stunden zu schlafen. Na gut, 10 werde ich nicht schaffen, aber zumindest so viel wie geht. Wenn ich halt dann sehe, oh shit, ich habe wieder viele Videos noch zu gucken, das weiß ich sowieso, dass ich das habe, oder dass es so sein wird, dann werde ich wahrscheinlich dann wieder sagen müssen, boah, sorry Leute, ich muss jetzt doch wieder länger machen. Dann schlafe ich doch wieder nur 8 Stunden. Nur 8, das wäre ja schön, 8. Nur 6 Stunden. Aber ich merke einfach, ich komme auf Dauer mit 6 Stunden nicht aus. Es geht einfach nicht. Ich bin dann einfach so kaputt. Ich brauche einfach mehr Schlaf. Es geht nicht anders. Es ist jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange ist denn das schon so bei mir? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, seit ich wirklich mein Smartphone-Handy habe. Also ungefähr seit, boah, seit 1,5 Jahren, Alter. Muss man sich ja mal reinziehen. Gut, seit knapp 1,5 Jahren habe ich halt wirklich nicht mehr so wirklich Schlaf. Natürlich gab es zwischendurch Zeiträume, wo ich halt auch mal ordentlich Schlaf hatte. Aber eigentlich wirklich nie lange. Vielleicht mal für eine Woche zwischendurch. Dass man mal so 8 Stunden jeden Tag hatte. Und da war ich dann auch schon sehr ausgeschlafen. Boah, nee, eigentlich war das doch schon eher. Ich kann mich noch erinnern, das war 9. Klasse. Da habe ich immer auf der Bank gelegen in der Schule, weil ich einfach so wenig Schlaf hatte. Ja, ich glaube, es kommt schon hin, seit 1,5 Jahren ungefähr.
Ich komme einfach überhaupt nicht mehr dazu zu schlafen, ey. Das ist so schlimm. Ich muss das unbedingt wieder ändern. Sonst mache ich mich da noch kaputt. Ach, aber einen Zeitraum gab's, wo ich halt mal mehr geschlafen habe. Und zwar habe ich euch ja mal erzählt von meiner Rücken-OP. Und da, bei der OP konnte ich halt richtig viel schlafen. Das hat mir auch mal gut getan damals. Und, ja. Aber danach ging's dann halt überhaupt nicht mehr. Selbst wo ich dann im Krankenhaus war und WLAN hatte, habe ich erstmal so übelst viele Videos geguckt. Und da hatte ich halt auch überhaupt keinen Schlaf mehr, teilweise. Gut, überhaupt nicht, stimmt nicht, aber ihr wisst schon, wie ich meine.